Film und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video, zum ultimativen Döner-Food-Guide hier auf meinem Kanal. Hier gehen wir jetzt nämlich zuerst mal zum Regenbogendöner. Ich will nicht lang schnacken, ich kann euch nur sagen, ich habe schon das meiste vom Video aufgenommen. Ich bin zum zweiten Mal jetzt extra nach Stuttgart gefahren, um 2 Döner aufzunehmen. Den Rest habe ich schon aufgenommen und es folgen Kracher. Es folgen richtige Kracher. Wir haben jetzt aber als erstes einen Regenbogendöner, der mit einem 100%igen Selfmade-Spieß an den Start kommt. Der wurde mir um die Ohren geworfen als das krasseste, was es gibt hier in Deutschland. So gefühlt. Wir gucken, was da jetzt abgeht und dann seht ihr wirklich Creme de la Creme. Also Stuttgart ist so krass. Ich sage euch, Stuttgart ist so krass. Und ja, wir gehen da jetzt mal erstmal rein, würde ich sagen. Ich habe meinen Homie auch noch, Julian Nagelsmann, am Start. Ne? Julian, Wurzke Kicker, Nationalmannschaft, ne? So, da ist der Laden hier. So, Regenbogendöner. So, jetzt gucken wir mal, ob der abreißt, der Döner. Moin, Jungs. Guckt euch das Team an. Ich sehe gleich, ihr seid Macher. Er stützt mich gleich auf, wenn ich Scheiße laber. Ich sehe schon hier, ich habe gehört, 100% Eigenherstellung. Chef macht selber, das ist 100% drin. Auch selber gemacht? Macht auch Chef selber? Nein. Ja, den macht Chef selber, ne? Das sehe ich auf 1000 Meter, dass der selbst gemacht ist. Die einzelne Fetteinlagerung ganz anders marmoriert als so eine Standardherstellung. Ich krieg da wirklich komplett, geht mir einer ab, muss ich sagen. Da gehe ich steil, wenn ich das sehe. Ah, Chef, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Alles klar? Alles super, danke. Ich habe eben gesagt, also ich sag dir, wie ich es gesagt habe, auch wirklich eben, ich habe mich gekriegt, wo ich deinen Spieß gesehen habe. Ja, ist aber so, ist aber so. Wir sind seit 20 Jahren hier Ah. Und wir fliegen ein bisschen unter dem Radar. Wir haben so ein bisschen der Kundschaft auch das zu verdanken, was wir hier gerade geschafft haben. Ja. Also das Verständnis ist natürlich auch da. Was sind denn für ein Fleisch, Jungbulle, Ferse? Wir nehmen hohe Rippe, das variiert immer zwischen Hochrippe und Ferse. Ja. Manchmal nehme ich es auch gemischt. Du meinst Jungbulle und Ferse, mal Jungbulle, genau. Mal Ferse. Genau. Mal gemischt, aber immer hohe Rippe. Genau. Reine immer. Hohe Rippe, der Spieß. Ich zeige dir nachher das Fleisch auch. Noch. Kannst du bringen? Ich würde das gerne sehen. Oh geil, das würde mich interessieren. Danke dir. Ihr dürft euch gerne hier... Ja. Was aussehen? Danke. Probier's. Gerne. Du kriegst meine Meinung dazu. Du hast viel gesehen. Ich habe sehr viel gesehen, genau. Ja. Und deswegen möchte ich das alles abschmecken. Freue ich mich. Ich gucke mir hier nochmal den Tresen einmal an und du holst Fleisch, ja? Geil, okay. Ganz klein, geschmeidig. So, hier nochmal für euch jetzt einmal auch die Gemüsetheke. Ich weiß nicht, ob es auch Ofengemüse ist. Kann ich euch nur anraten. Verlangt es aus dem Ofen. Ofen ist geiler, nicht so fett durchzogen. Geschmack wird eher intensiviert, geht nicht runter. Fritteuse ist immer so ein bisschen Matschkram. Geil für einen Berliner Döner. Aber für einen edlen Döner ist aus dem Ofen geiler. Auch sehr geil im Döner. Zwiebeln, leicht angebraten. Hier, Granatapfelsirup. Auch ganz gut. Einmal probieren, das ist auch so ein bisschen Stunde der Wahrheit hier. Stuttgart ist echt so krass, sage ich euch. Stuttgart und Umgebung so krass. Reutling, Kornwestheim, Alla Turka hier noch. Stuttgart, wenn man Umgebung dazu zählt, ist die krasseste Dönerregion. Lieblich, geiles Fett, geiler Fleischgeschmack. Das kann richtig was werden. Boah, was für eine starke Marmorierung. Ja. Wir nehmen es immer so. Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel Rippe. Mhm. Ferse ist noch etwas feiner marmoriert. Ja. Wir legen das hier ein, 24 Stunden, dann wird es aufgeschmissen und anschließend lassen wir es ruhen. Das sieht aber nach starker Ware aus. Und das ist tatsächlich Jungbulle jetzt hier? Nein, das ist hohe Rippe. Hohe Rippe ist ja, es gibt ja immer, viele kennen den Begriff Jungbulle vom männlichen Tier und Ferse ist vom weiblichen Tier. Mhm. Oh, das sieht sehr stark aus. Das sind alles eigentlich genau die gleichen Stückchen, ja? Genau. Stark. Und ich kann euch sagen, der Markt bewegt sich dahin, Leute. Die Leute legen Wert auf Qualität. Die merken, ihr da draußen fordert das. Und da, denke ich, sind wir uns alle einig. Wir wollen nicht, dass ein Billigdöner teurer wird. Aber ich denke, wir sind uns alle einig. Und es muss so sein, Leute. Es ist so. Ein guter Döner mit guter Quali muss mehr kosten. Sonst können wir keinen guten Döner bekommen. Und wir haben das alle lieber als irgendein Billigscheiß auf dem Teller. Das eine ist, wenn man es nicht leisten kann, natürlich... Völliges Verständnis, aber wenn man irgendwie das Geld dafür findet, sollte man auf so ein Produkt greifen. Ein 10-Euro-Döner ist nicht ein 10-Euro-Döner. Billigkram für 10 verkaufen, scheiße, aber sowas kommst du nicht drum rum. Aber dann kriegst du auch was für dein Geld. Guck mal hier, da sind die Männer der Stunde, hier, Maschinen sind das. Oh, hier machst du auch noch Brot selber, ne? Ich liebe so eine Aufnahme, Leute. Jedes Mal wieder, wenn ich in so einem Laden bin. Hier ist der Spieß. Der ist auch ein Traum. Schön Medium dahinter.
Der Hut, ne? Boah, sieht aber geil aus. Das ist so ein, eigentlich so ein Laden, da müsstest du eigentlich ein Einzelvideo von machen hier. Ich schwör's euch, musst du eigentlich ein Einzelvideo von machen. Sehr gut macht er das. Da sieht man, der Chef weiß, wie das alles läuft. Der ist nicht nur Chef, der kann auch alles. Sogar türkische Pizza hier, Lachmann, die sind selber gemacht. Der wird mich jetzt anlachen, Leute. Einfach nur mit ein bisschen Rucola, Zitrone. Boah, vielleicht noch irgendwas Kleinem da rein. Keine Ahnung, ein bisschen Gemüse, das wäre wild. Ganz basic auf die Hand. Danke, mein Lieber. Danke, danke. Ich nehme den mit raus. Vielen Dank. Wir gehen hier hin, Leute, einmal kurz. Drinnen leider keine Möglichkeit zu essen. Tomaten in der Hinsicht. Man kann nicht für alle Tomaten sprechen. Hätte ein bisschen Salz oben drauf vertragen. Geiles Upgrade, ist ein geiles Feeling auf Döner. Hätte gleich im ersten Biss, ersten Moment, direkt ohne viel Aufwand ein Upgrade gegeben. Da ist mehr Charakter vom Brot, die Körner oben, eine Wucht. Fleisch will nicht so ganz durchkommen. Ich kenne dieses Spiel von dem Fleisch, es ist ein trügerisches Spiel. Probiert Endgegner. Das Problem ist nur, du brauchst das perfekte Brot dafür. Das Brot für sich oberheftig. Beziehungsweise du kannst es gar nicht so vereinfachen. Es muss alles stimmen, damit das Fleisch, was du so probierst, auch im Döner performt und im Döner da ist. Und hier jetzt gerade zumindest bei dem ersten Bissen kommt das Fleisch nicht durch. Es kommt leider nicht durch. Jetzt kommt's durch. Ein Erfahrungswert von mir, Leute. Fettgeschmacksträger. Er hat wirklich nur das Fett vom Fleisch drin, das eine super Marmorierung hat. Langt wahrscheinlich aber nicht von Döner aus. Das läuft runter. Du merkst es, wo ich weiter unten bin. Da läuft das Fett hin. Es fließt, das ist klar. Und da kommt der Geschmacksträger rein. Aber oben fehlt es noch ein bisschen. Aber hier kommt er richtig jetzt. Brot auch so endlevel. Dieses Brot. Leicht matschig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Von innen dieses ungebackene Feeling. Das ist einfach nur geil. Das kann man richtig noch eindrücken. Ganz frisch, nicht zu viel Eigengeschmack, perfekt gemacht. Nicht diesen Zuhause-Selfmade-Charakter, sondern diesen Profi-Selfmade-Charakter. Jetzt schießt das Fleisch rein. Lieblich, aber intensiv. Sich ganz langsam eingeschlichen, bam, in meinem Mund. Das ist kein Boom in deine Fresse, Fleisch, sondern es kommt langsam rein. Hält sich und verabschiedet sich wieder aus dem Mund. Hier unten wird der Weltklasse-Döner. 25 Euro und dafür umsonst einkaufen? Nutzt das riesige TK-Sortiment bei Eismann und lass dein Essen bequem nach Hause liefern. Mit meinem Link in der Videobeschreibung und dem Code Holle. Kleiner Tipp, Eismann hat auch Kaffee. Ganz stark. Ich sammle mich kurz und dann reden wir mit Chef nochmal. Richtig geiler Döner. Ist euer Stammdöner hier, ja? Ja. Der Döner ist Stammdöner. Also, ein bisschen teuer, aber inzwischen geht das mit den Preisen, finde ich. So nicht groß anders als sonst. Und, was noch wichtig zu sagen ist, immer schön die rote Soße nehmen. Ja, gut. Rote Soße richtig gut, geil. Ja? Ja, ich nehme nur beide. Und natürlich Scheibenfleisch. Scheibenfleisch, nicht das Hack, ja. Geil, Jungs. Danke für die Info. Ja. Also Ahmed, für mich ein geisteskranker Döner. Anfangs, so sag ich mal, erster Drittel vom Döner, war ich kurz etwas irritiert. Der braucht, um reinzukommen. So wie ein Wagen, den du einfahren musst, ne? Den darfst du am Anfang noch nicht so treten. Da war ich erstmal so ein bisschen, oh, wo bleibt die Power? Und dann zum Schluss ein geisteskranker Fleischgeschmack. Auch in der Richtung für euch, Leute. Es ist immer schwer, Fleisch zu beschreiben. Kernig, lieblich, wie soll man den Geschmack beschreiben, den man hat? Aber den Geschmack, den du hast, Ahmed, das geht in die lieblich bis mittelkräftige Richtung. Mhm. Aber von der Art her, vom Fleischgeschmack habe ich diesen Geschmack noch nie gehabt. Sehr einzigartiger Döner.
Sehr einzigartig stark. Ja. Wenn du gemerkt hast, im Brot drinnen, wenn das Fett ins Brot reinzieht, in dieses warme Brot, das ist so gut. Das habe ich, ich schwöre dir, das habe ich auch gesagt. Ich habe die Fetttheorie habe ich eingebracht. Genau. Und dann ist Fett runtergelaufen und dann kam er rein. Aber Ahmed, wirklich, ich drück dich, mein Lieber. Den hast du richtig guten Döner gemacht. Wir wollen noch ein, zwei weitere Dinger testen. Wir machen Foodtour, sonst hätte ich hier den Laden komplett auseinandergenommen. Ich verabschiede mich, ich bezahle noch eben vorne und dann zischen wir los. Alles gut, danke. Wir machen auch Folgendes, um den Food Guide komplett zu machen. Das wird der dickste Food Guide insgesamt, den es auf YouTube gibt für diese Umgebung. Ich blende auch noch Reutling und Kornwestheim und das Alaturka-Video noch ein. Weil die brauchen wir jetzt nicht zusätzlich hier auseinandernehmen. Denn ist das so halbherzig, ich blende die drei Videos am Ende dieses Videos ein. Dann ist das Ganze komplett, dann könnt ihr die drei Läden alle als Einzelformat nochmal euch reinziehen. Krank, diese Dönerregion ist krank. Jetzt hau ich was raus und das ist einfach Beweis dafür, dass der Rest vom Döner so geisteskrank war. Und ich glaube nicht, dass es immer so ist, dass man so weit reinkommen muss in Döner. Ich denke, das ist auch immer Tagesform und Dönerform und alles Mögliche. Wir geben den Döner. Wollte eigentlich weniger, aber ich bring's nicht übers Herz, weil der Anfang halt nicht so gekickt hat. Wir sehen uns bei der nächsten Station jetzt. Ich hab Bock. Wir haben Bock, ne? Ja. Jörn? Schmeckt lecker. Ja, schmeckt gut, ja. Ey, das gibt's doch nicht. Ich mach Döner-Test hier mal wieder. Was geht, ey? Ja, wie ist der? Ich, bei dem weiß ich, wir waren eben beim sehr guten beim Regenbogendöner. Lustig, ey, lustig. Geil, du musst mir sagen, wie der ist. Du musst mir mal so eine Liste geben mit den geilsten in Stuttgart. Ja, ich mach gerade einen Food Guide mit allen ultimativen Dönern. Ey, warst du ein Feuerseedöner? War ich schon, ja. Wie findest der du? Der ist gut, der ist wirklich gut. Okay, okay. Der ist stark, den ne? Den finde ich richtig gut. Ja, wir müssen auch mal zusammen ein Video machen. Ja, ey, gerne. Bei Döner bin ich dabei. Ja, ich schreib den. Also, wenn ihr Bock habt mit einem Video von uns, haut in die Kommentare rein und liked, ne? Und dann kommt noch ein Video, ne? Du bist ein Ehrenmann, dass du für, was ich, wie Stunden nach Stuttgart fährst und Döner. Ja, ja, gleich kommt wieder Bahn. Du machst Service für mich. Ich weiß, wo ich essen gehen muss. Danke. Oh, geil. Ey, danke. Danke euch einen schönen Tag. Dir auch einen schönen Tag. Ne? Ciao. Heute wieder mit dem guten alten Hi, Leo. Leo, was genau. Was geht Ist gut? Ja, muss sie. Danke gut dir auch. Geschlafen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Richtig, richtig. Du hast auch gut geschlafen, ne? Ich habe sehr gut geschlafen. Ja, hab ich schon gehört. Wenig, aber gut. Cool, die. Wir werden heute eine schöne Döner-Tour machen durch Stuttgart. Wir haben Bretter. Wir haben Bretter am Start. Bin sehr gespannt. Ich habe eben schon überlegt, ob ich was vorspoiler. Werde ich diesmal nicht machen, aber ich werde jeden Spot einzeln ankündigen. Da waren wir gestern schon. Das ist ein riesen Spieß. Ja, das ist ein Monster. Haben wir gestern auch kurz was gefilmt. Ne? Legende mit heftigen Selfmade-Brot. Also siehst gleich alles anders bei dem Ding. Also den gibt es auch schon eine ganze Weile. Über 20 Jahre. Ich glaube sogar über 25 Jahre. Jeder kennt den Döner hier eigentlich. Ja, ihr habt auch fleißig empfohlen. Wir sind bei Bay Keep Up. Also wir werden eigentlich alle Empfehlungen kommen von euch. Weiß ich nicht ganz genau. Einen hast du aber noch reingeworfen. Einen habe ich noch empfohlen, aber das genau. Dann, das aber ich meine, den habt ihr auch schon geschrieben. Aber sonst alle Empfehlungen von euch dafür. Kuss geht raus. Danke für eure Empfehlung. Wenn ich was finde, blende ich das hier nochmal ein. Also erstmal sind wir hier in der Einkaufsstreet. So, Bay Kebab. Das ist ein dicker Spieß. Guck dir den Oschi an. Alter. Das ist ein dicker Spieß. Das ist eine Granate, ey. Ja. Guckt euch das an, das ist ein Monstrum. Ganz basic auch von der Auslage. Nicht viel Tamtam, ne Leo? Mehr muss nicht rein. Echt? Wirklich gar nichts hier. Für mich auch nur Tomate und Zwiebel tatsächlich. Und das ist eindeutig auch ein Selfmade-Spieß hier. Ja, wunderschön. Oh, seht ihr auch da oben, ne? Das sieht ganz anders aus als so ein normaler Spieß hier. Hier, guck mal, hier schon vorbereitet. Ach, Jufka. Okay, und das ist euer Dönerbrot, ne? Dann nehmen wir zwei Döner einfach. Also nochmal für euch, warum ich Soße nehme. Ich habe ja jetzt inzwischen auch ein bisschen Erfahrung. Ich sage, der würde ohne Soße, könnte mir vorstellen, zu trocken sein. Der muss Soße. Ich sehe das auf 100 Meter. Sieht heftig aus, der Döner, ne? Finde auch stark. Ein Traum. So, also da ist er. Also ich finde, er sieht todesheftig aus, Leo. Ja, super hart. Also super hart. Unabhängig von euch hat Leo den auch sehr ans Herz gelegt. Genau, genau. Oh, ich muss mich einmal reindenken, Bruder. Ja, ich gehe mal einmal in mich. Brot fühlt sich schon ganz heftig an. Oh, einer hat so ein bisschen an so ein richtig weiches, luftiges Brötchen. Das ist wirklich so Brötchenfeeling, Leute. Brötchenfeeling. Opa! Scheiße. Das ist alles umeinander. Scheiße. Brötchenfeeling. Dann merkst du als erstes diese geschmeidige, geile Soße. Mhm. So, erster Biss. Geschmeidig, oder? Das ist wirklich Brötchenfeeling. Ja, cool. Brötchenfeeling, das Brot. Und dann die geschmeidige, weiße Soße. Und die klingt richtig nach. Mhm. Die hauen da echt gut Zwiebeln rein, aber... Richtig. Jedes Produkt ist ja anders. Und das kann wirklich verdammt scheiße sein, wenn die Zwiebeln so komplett einnehmen sind. Mhm. Aber hier ist schon die Null.
jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Irgendwie denke ich die ganze Zeit an Käsebrötchen, weil ich so ein spezielles Käsebrötchen kenne, was unten so einen Boden hat. Ich weiß nicht warum. Es ist low-key so ein bisschen wie ein Burgerbrot und ein Brötchen gemischt. Ja. Oder? Ja. Schön gesagt, ein Burgerbrot und Brötchen gemischt. Irgendwie sowas. Geil. Aber ich finde es super geil. Aber ich finde es super geil. Also, es ist ein ganz basic Biss, Leute. Es ist auch eher in Hackfleischrichtung. Basic, schlicht gehaltener Döner, aber genau richtig. Wie findest du das Fleisch? Fleisch finde ich top. Es ist schön angebräunt, es ist schön kross. Es ist wirklich einfach nur Soße, bisschen Gemüse, Fleisch und das Brötchen. Und das ist das Geile, wie es auch manchmal bei Burgern ist. Du hast so Basic Burger, Zwiebeln, Käse, Fleisch, das war's. Ja, mehr braucht ein Döner nicht. Das Brot ist tatsächlich sogar so leicht pappig, aber es stört mich nicht beim Döner. Aber ich denke eher, es liegt daran, weil ich sag's ja auch bei Burgern oft, ein Brot wird auch oft mal 2-3 Tage verwendet. Ist so, man kann nicht alles wegschmeißen. Ja, voll. Aber es stört bei diesem Döner null. Also ich find's ein Top-Döner. Ist ein bisschen chewy, das Brot, genau. Aber ich find's super. So saftige Soße und Kräuter. Da wird das Fleisch noch mal intensiver zum Schluss. Also den dürftest du echt nicht ohne Soße. Aber es ist ja auch nur Joghurt mit bisschen Knoblauch. Dann senken wir auf. Oder ich, du hast ja schon. Und dann gehen wir zu Spot 2. Gehen wir zu Spot 2. Bewertung am Ende. Bewertung am Ende, ja, Mann. Eins muss ich sagen, Leo ist gerade noch mal essen. Immer wenn man einen Moment mal alleine ist, kann ich mich noch mal ein bisschen besser reinflashen. Ich bin jemand, der leicht abgelenkt ist. Der hat schon punktuell echt noch mal Dinger, die wirklich punkten. Schön sogar diese Kräuternote im Abgang, das Fleisch. Wir benutzen Leichtkräuter, Oregano, vielleicht irgendwas anderes im Abgang, wenn du dich reinfühlst. Ist ein klasse Döner. Jetzt sag doch mal gerne was zum Döner hier. Wir sind gleich da. So, wir sind jetzt im Stuttgarter Westen am Feuersee. Und wir gehen zu Kebab House am Feuersee. Sehr beliebt. Wenn es zu spät kommt, kriegst du keinen Döner mehr. Deswegen sind wir heute sehr früh da. Ja, Mann. Dass wir den ersten kriegen. Halb zwölf. Halb zwölf, ja. Ja, glaube ich, kommt hin. Also, Stuttgart sagt, handelt man den als besten Döner, ne? Oh, ist gut. Auch, auf jeden Fall. Handelt. Mit dem, wo wir jetzt davor waren. Ja, da gehen die ganzen Fußballer essen, ne? Servus! Moin, Jungs. Ja, Döner essen! Hier ist der gute Kollege. Kebab House am legendären Feuersee. Hallo, guten Tag. Hallöchen, guten Tag. Wir sind noch nicht bereit, ja? Sollen wir in 10 Minuten noch mal kommen? Ja, gerne. Ja, dann kommen wir gleich wieder. So, jetzt sind wir noch eine Sekunde am Feuersee. Leo chillt hier eine Runde und dann sind wir in 2 Minuten sind wir auch schon beim guten alten Kebab am Feuersee, ja, so heißt er. Oh, hier einmal der Laden für euch. Da sind die schönen Spieße. Der sieht echt aus wie der bei Kebabhäusle, der Spieß. Ja, sieht ähnlich aus. Der ne? sieht ziemlich ähnlich aus. Ja. Ja. Der Gerät auch am Start. Dann hier schön Gemüse. Ja. Habt ihr aus Ofen das Gemüse oder aus Fritteuse? Nein, aus Ofen. Ofen, ne? Okay, sehr schön. Das finde ich besser. Ne? Also schön aus dem Ofen. Ich sag euch wirklich, also klar, Berliner Döner ist das eine, da kann das bocken. So aus der Fritteuse passt dazu, aber beim clean, sauberen Döner ist das besser. Geschmack intensiviert, nicht so matschig, wirklich. Du nimmst nicht so viel Geschmack weg einfach auch mit purem Fritteusenfett. Ne? Genau, hundertprozentig. Ja. Hier wird frisch das Brot gemacht. Das ist der Döner, wo die Fußballer hingehen, sagte Leo vor. Die Stuttgarter Fußballer und so Fußballstars gehen hier essen. Ja, dann snacken wir uns den Döner, ne? Let's go. Der Gerät macht das, was er am besten kann. Okay, stark. Das ist meine. Also ich könnte wetten, die kriegen das gleiche Fleisch wie Kebab-Häusle in Reutlingen. Und ihr wisst, das ist eine Legende. Oh, das Brot. Oh, das riecht so kross gleich wieder. Sieht gut aus, ne? Seht ihr, wie das gewellt ist? Ja, Fleisch sieht auch super aus hier. Oh. Oh, das ist heftig. Das erinnert ein bisschen so an Pizzateig außen den Rand. Mhm. Hier unten auch. Ja, das ist Pizzateig, Leute. Das ist wie Pizzateig. Direkt die Zitrone. Joghurt im Nachgang. Und dann übernimmt wieder Zitrone. Warm.
Wir machen es halt oben drauf, das heißt, wir essen ein bisschen immer. Mhm. Mhm. Fleisch auch sehr würzig, oder? Fleisch merkt man, das ist kein Fleisch, was jeder bestellt, oder? Paprika kommt gut, die wird schön süß. Mhm. Die Paprika kommt richtig intensiv. Mhm. Was hätten die da noch Zucker drüber gestreut? Haben sie nicht, wird einfach eine schön süße Paprika sein. Richtig, gute Qualität, merkst du auch einfach wieder. Mega, zwischendrin hast du denn das Knacken wie hier. Ihr seht ja, da ist dann zwischendrin wieder dieses, ich nenne es mal Pizzateig-Charakter, wo es so richtig knackig wird. Wobei es geschmacklich nicht an Pizzateig erinnert, aber von der Optik und vom Geruch am Anfang. Mhm. Ich weiß nicht, was sie machen, ob die da einen bestimmten Essig benutzen. Ich habe so einen richtig fruchtigen, blumigen Charakter eben im Döner gehabt. Heftigen Essig oder ich vermute mal Essig. Ja, vielleicht im Salat ein bisschen marinieren, oder? Ich vermute Bayern. Das war so ein richtiger, fruchtiger Kick. Also ganz besonderer Biss gerade im Döner gewesen. Fruchtig, essiglastig so ein bisschen und leicht kräutrig. Ganz wild. Soße wieder top. So muss eine Soße sein. Cremig. Neutral fast schon. Und dann noch dazu die Aubergine. Richtig weich im Biss. Wird richtig zu einer Creme bei deinem Mund. Im Ofen ist es auch einfach besser wie eine Fritteuse. So. Hundertprozentig. Dieses Ofengemüse, das schwingt richtig mit im Biss. Auch wenn es nicht viel ist, das behält diesen Geschmack ganz intensiv durch diesen Ofen. Wird es teilweise einfach gefühlt noch intensiver. Voll und auch, glaube ich, mehr auf den Punkt auch einfach, das Gemüse. Ne? Und dann schwingt das im ganzen Döner mit so, ne? Voll. Geile Schärfe auch drin, ne? Wir snacken noch auf und dann geht's zum nächsten Spot. Wir sehen uns beim nächsten Spot, Freunde. Ich sag nur, die legendäre rote Pfeffersoße. Die legendäre rote Pfeffersoße. Ich bin nicht gespannt. Ich kenne den anderen Döner noch nicht. Sehr gespannt. Und ich kenne schon einiges in Stuttgart, aber das wird jetzt auch für mich neu. Echt mit der Bahn unterwegs hier und gehen von Spot zu Spot, ne? Ich muss dazu auch noch sagen, Leute, das ist so ein Tipp. Ihr kennt das ja, ne? Ich krieg so viele Tipps aus den Videos. Es ist nicht immer, nur weil jemand was schreibt, das geil ist, ist es nicht immer geil. Ist nicht immer geil. Und richtig. Da, wo wir jetzt längst gehen, irgendwie am Bahnhof, guck mal, habe ich irgendwie schon wieder das Gefühl, das ist voll der Absturztipp. Nur Gott weiß. Scheiße, ey. Nur Gott weiß. 210 Meter. Könnte sein, dass es natürlich Absturz ist. Aber guck mal, wo wir hier hingehen schon wieder. Das ist doch echt schon wieder. Wir sind hier in Feuerbach auf jeden Fall. In Feuerbach, ja. Feuerbach. 150 Meter. Alter, das ist ja wirklich genau im Industriegebiet. Aber das ist ein Supermarkt. Verdi, aber das sieht aus wie ein Supermarkt. Und der hat bestimmt auch einen Döner. Burgerstand. Hier ist aber gut was los, ne? Also, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Wir gehen hier rein, auf einmal hier. Ja, und auf einmal geht hier was. Hier ne? geht einiges, ja. Voll überrascht, oder? Oh, da habe ich gar nicht mit gerechnet. So, oder? Also, guck mal, also das hier. Hier mit Bäckerei. Also, schön. Sehr authentisch sieht das hier sehr aus. Sehr authentisch. Oder? Hier kannst du noch einen Top shoppen, wenn du willst. Oha, das sieht aber sehr wild aus. Das könnte sogar ein Selfmade-Spieß sein. Das ist ein Selfmade-Spieß, Rudi. Ja, das ist ein Selfmade-Spieß. Wow. Boah, starker Scheiß. Ey, guck mal, Holle, hier wurden wir überrascht. Ich glaube es nicht. Danke an den Kollegen für den Tipp. Ich hoffe, ich finde den Kommentar noch. Hi, ist okay, wenn wir filmen? Ja, können wir filmen? Ja, Philipp. Beste Empfehlung haben wir bekommen. Rote Pfeffersoße, habe ich gehört. Nein? Nein. Hier. Rein. Oh. Rein. Ah, die Soße ist drin, guck mal. Ach, die Soße ist da drin. Siehst du das? Ah, die ist die rote drin. Pfeffersoße, muss man rein. Die ist zwischen den Schichten. Okay, so. Zwischen den Schichten ist das. Oh, man riecht das auch direkt hier, oder? Das riecht ein bisschen nach Fisch, aber als hätten die hier Fisch. Ah, hier ist ein Fischgeschäft. Ja, ich habe Angst gekriegt, Bruder. Ich habe Angst. Ah, das ist Fisch. Da ist ein Fischgeschäft. Ich dachte kurz. Ich wollte es erst nicht sagen. Kurz, und ich so hätte es auch rausgeschnitten aus dem Video, weil ich will ja niemand schlecht reden. Ja, aber ja, ich dachte, Scheiße, da hätten wir nicht erst, wenn man hier nach Fisch riecht. Bratet ihr das immer an nochmal auf dem Grill? Ja. Macht ihr immer, ne? Ja. Macht ihr selber den Spieß auch, ne? Selber. Die macht auch Sinn. Die haben hier, Stark. Die haben hier Metzgerei und so, weißt du, hier überall alles. Metzgerei hier. Und hier Supermarkt, die werden das 100%ig selber machen. Fischladen daneben an. Guck mal, die verkaufen auch ihr Dönerfleisch im Kilo für 45 Euro. Ah, stark, okay. Ich bin begeistert von euren Tipps. Sehr gespannt. Ah, das sind Insider-Tipps, Leute. Ich könnte wetten, die ganzen Stuttgarter. Da haben wir was für euch hier wieder. Sehr gespannt. Oh. Auch hier, guck mal, nur Tomate, Zwiebel, Salat. Richtiger Döner hier. Richtiger Döner, ne? Ewallah. Ich sag es dir. Ewallah. Liebe YouTube-Community, da bin ich für euch da. Solche Spots kriegt ihr nur beim guten alten Holle. Also lasst den Daumen oben knallen und das Abo da. Ja, Mann. So. Wir nehmen einen Döner. Wir nehmen einen. So. Einen Döner, ja. Einmal beißen reicht mir. Einmal essen, nie vergessen. Keine Soßen gibt es, ne? Keine Soßen. Ja. So lobe ich mir das. So sieht er aus, der Kollege. Teşekkürler abi. Da bin ich gespannt, was der kann. Jetzt bin ich auch gespannt. So habe ich noch nie Döner mit angebrannter Pfanne. Ja? Er bietet nicht mal Soße an, das finde ich geil. Er hat nicht mal Soße. Er hat nicht mal Soße, nee.
ultra weich das Fleisch. Noch nie so einen Döner gegessen. Du merkst irgendeinen ganz speziellen Charakter, gewissen Unterton von dieser Soße, die im Döner drin ist. Schmeckt man das, ja? Ja, schmeckt man sofort. Man sieht sogar hier, färbt sich auch so ein bisschen rot. Fett von der Soße, von allem drum und dran. Man merkt diesen Unterton vom Anbraten auch irgendwie. Darf ich mal? Mhm, klar, rein. Danke. Ich finde, das hat diesen Fett auf Platte Charakter, nimmt dieser Döner noch mit. Komplett. Was an dem Döner, würde ich sagen, eher auch kleiner Minuspunkt ist, ne? Er ist schon sehr mächtig. Der ist mächtig, aber ich muss mir erst mal reindenken irgendwie hier. Du merkst das Salz, das nochmal drauf gehalten. Das gibt immer einen ganz anderen Effekt aufs Essen. Dieses Salz obendrauf merkst du. Dieses Mundgefühl, dieses Direkte vom Salz, voll, ist ein ganz anderes Feeling. Kommt direkt halt, du merkst es direkt. Salz ist auf jeden Fall nie was Verkehrtes, so ein bisschen obendrauf. Gerade wenn du auch so Salat hast, ist es ja meistens, ne, ohne nicht so, gerade so eine Tomate tut eine Salz, ein bisschen Salz immer super viel. Immer, aber ist auch da ein Unterschied, wenn du einen Salat machst, Salz und das vermischt, oder wenn du am Schluss einmal noch rüber machst, es kommt logischerweise schneller an, am Gaumen, definitiv, schneller an die Geschmacksnerven ran. Weil der Döner hat definitiv Alleinstellungsmerkmal. Döner zusammengefasst, Leute. Fleisch rein von dem, was ist, Fleischgeschmack, kommt ziemlich wenig raus. Du schmeckst halt viel diese Marinade, die ich gar nicht genau deuten kann. Es ist irgendwie halt, die nennen es rote Pfeffersoße. Rote Pfeffersoße. Ich kann es einfach nicht genau deuten. Also ich weiß nicht, da kann ich für euch kein Beispiel finden. Müsst ihr mal nachfragen, was für eine Soße, aber die konnten jetzt nicht so gut Deutsch. Weiß nicht, ob wir da auf unsere Antworten kommen, wenn wir da richtig glaube ich auch nicht. Hast du einen Unterton noch von diesem angebratenen, wo du merkst, Fleisch auf der Platte gebraten, Zwiebel recht dominant. Also nochmal Öl drauf. Öl auf drauf. Und so. Genau. Also schon mächtig. Gesundheit, mein Freund. Danke. Boah, holen wir gleich. Ich hol das. Hol kurz, Leo. Brot, relativ Standard, einmal ein ganz normales Dönerbrot. Nochmal angetoastet. Ja, angetoastet. Also im Großen und Ganzen grundsolides Ding. Wir snacken auf und dann geht's zur Bewertung. Also Döner Nummer 1 kriegt von mir 8,4 Punkte. Stabil. Im Selfmade-Ranking Nummer 2. Im Nicht-Selfmade-Ranking kriegt er von mir auch 8,4 Punkte. Wobei, ihr wisst, Leute, bei mir nicht Selfmade-Ranking, da gucke ich immer Qualität, alles ausgeblendet, einfach nur frei raus Geschmack. Dann haben wir den letzten Döner, dem würde ich 7,4 geben. Der hat für sich schon seinen Charme gehabt. Ja, definitiv. Ja, aber war jetzt nicht der Überrenner, ja, so, ne? Also wenn's den, es gibt bestimmt Leute, denen es gefällt. Ja. Die werden irgendwie feiern, wenn da irgendwie nochmal Fleisch mit Öl schön angebraten wird. War cool, war sehr innovativ. Ja. Vor allem das Ganze drumherum hier ist sehr charmvoll auf jeden Fall. Aber es ist einfach was anderes, ist auch, ne? Ja. Und check gerne auch nochmal Leo in der Videobeschreibung ab. Gib auch Privat-Catering. Make it nasty, Bro. Meldet euch. Ja, und Content ballert rein. Guckt mal rein beim Leo. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt. Kuss. Hat danke dir auch. Hey, ja, danke für deinen tollen Besuch. Ja, danke für die Rundtour. Es ist geschehen, also das darfst du keinem erzählen. Zum dritten Mal bin ich jetzt in Stuttgart und ich bin rund 2000 Kilometer für diesen Döner gefahren. Das kannst du niemand erzählen. Das hat noch niemand gebracht. Also nicht mit dem Auto. Das ist echt krass. 2000 Kilometer bin ich gefahren, um diesen Döner zu essen. Wenn der jetzt nicht schmeckt, ey, dann ist aber ganz zackenduster hier und Feierabend im Karton. Da oben. 2000. Jetzt bin ich zum dritten Mal hier in Stuttgart. Das darfst du niemand erzählen. Danke nochmal fürs Kommentar. Ich hoffe, ich krieg das ausgekramt. Auch durch euch wieder diesen Laden entdeckt. Und ich hoffe, er wird knallen. Ich hoffe, ich finde das Kommentar noch, den Kommentar. Oh Gott, ich sehe den Spiel schon, Leute. Es wird knallen. Ich sage euch jetzt schon mal, es wird knallen. Ich mache jetzt nochmal dramatische und spannende Musik rein, bevor ich den Spieß zeige. Aber dann wisst ihr auch, es wird knallen. Oh, da ist er. Das ist ein Apparat. Das ist ein schöner Apparat. Oh, das sieht gut aus. Guck mal hier, ein schöner Döner-Teller. Ein entspannter Laden. Was heißt klein? So klein ist er auch nicht. Urfa Sofrasi. Alles schön aus dem Ofen. Ich vermute auch, das Brot wird hier selber gemacht sein. Ja, du siehst hier schon das Mehl. Alles selbst gemacht, ne? Darf ich einmal nach hinten kommen, vielleicht zu euch? Ja? Super. Oh, Ayran auch. Schöner Ayran-Automat. Das ist auch immer schön. Und hier, schön selbstgemachtes Brot, ne? Oh, alles selbst gemacht. Stark. Super. Schönen Salat gibt's ja auch. Geil sieht das aus. Traum, das ist ein Traum. Hochrippe Ferse ist das? Selbst gemacht. Ja, alles hundertprozentig selbst gemacht, ne?
Nur hohe Rippe wirklich, ne? Nur Hochrippe und nur Ferse aber. Nur Ferse. Das muss von Ferse sein, genau. Ja. Weißt du, das frage ich mich schon immer. Ihr macht das ja auch selber. Wie lange legt ihr das ein, wenn ihr das einlegt? Wie, was für eine Zeitspanne? Im Soße bleiben ein Tag, nächsten Tag machen wir auf den Spieß. Ja. Dritter Tag kommt hier. Also ihr mariniert abends und nächsten Morgen kommt es auf den Spieß? Genau. Ah, und dann am nächsten Tag kommt... Genau, dritte Tage kommt. Sieht traumhaft aus. Guck mal, alles frisch, alles Leute. Frisch, genau, yeah. Alles frische Ware. Abschnitt, ja. Ja, ja. Richtung. Ah, da wird das mariniert. Das ist richtig. Guck mal, Leute, was für marmoriertes, schönes Fleisch das ist. Wohin mariniert ihr mit Joghurt und mit Milch oder wie macht ihr das? Das ist ja kommt viele Sachen. Vieles rein, ne? Stark, stark. Ja, Leute, jetzt geht's an den Döner. Guck mal, sowas Geiles gibt es ja auch. Dann würde ich einen Döner einfach nehmen. Bei hoher Rippe ist das geil. Nur für euch, kleine Info, hohe Rippe hat selber so viel Fett. Bei vielen anderen Fleischsorten musst du extra Fetteinlagen reinnehmen, um den Fettgehalt zu erhöhen. In der Regel bei hoher Rippe kannst du einfach hohe Rippe nehmen. Manche machen es bestimmt auch mit Fetteinlage. Wenn du gute Quali hast, geht es auch ohne. Hast du aus intramuskulären Fett dann einen schönen, schönen fettigen Döner. Perfekt. So, ich muss rausgehen, Leute, da ist es mir zu laut. Genauso wie er im Buche steht. Schön das Brot, guck mal hier. Leichte Körnung noch. Einzigartiger Biss. Noch nie so gab. Nach 5 Jahren YouTube jetzt. Geschmack ist wie der Geruch, der aufsteigt in deinen Gaumen. Ganz entspannter, minimal kräutriger Fleischgeschmack. Untersetzt von dieser Zwiebelnote. Leicht sowohl vom Geruch als auch dann im Biss diese Tomate noch drin. Aber alles ganz fein gemischt. Ganz fein gemischt und sehr prägnant. Auch das feine Salz. Ich weiß gar nicht, ob sie noch mal einmal, sie haben nicht noch mal drauf gemacht auf die Zwiebel. Ganz feiner, schöner, geschmeidiger Salzbiss. Da hatte ich auch bei einem Döner so ganz kranken Fleischgeschmack, aber er brauchte, um reinzukommen. Der ist von Anfang an da, mit einem lieblichen Salzfeeling. Diese Unterfütterung von der Zwiebel die ganze Zeit, im Biss aber leicht, sodass das Fleisch immer noch im Fokus bleibt. Brot butterig weich und dreifach knusper. Knusprige Fleischstückchen, leicht knuspriges Brot von außen. Vielleicht hört's man. Und knackige Zwiebel, ganz knackig. Du hast so ein Dreifachbiss. Bam, bam, dreifach knack, meine ich. Bam, bam, bam. Ich kann euch eins sagen, gehört zu den besten Dönern in Deutschland. Das ist ein ganz ausgewogenes Ding. Durchgehend präsent, von Anfang bis zum Schluss. Dinge, die in vielen Dönern, die in letzter Zeit geknallt haben, leider zu einem, sag ich mal, ein, zwei Minuspunkten in der B-Note geführt haben. Dass sie einen krassen Fleischgeschmack haben, aber entweder zum Schluss die Power rausging oder am Anfang die Power gewählt hat, dass sie überhaupt am Start waren. Durchgehend da, Fleischgeschmack, nicht ganz so stark, aber wie in ein, zwei Bängern, auch in dieser Tour. Aber dafür durchgehend am Start, ausgewogen, von vorne bis hinten. Schöne Salznote, durchgehend präsent. Bedenkt auch, ich habe mich nicht angemeldet, gar nichts. Das ist der ausbalancierteste Döner meines Lebens. Der ist so geradlinig, der ist so geradeaus, der ist so ehrlich. Geh nicht so weit, dass ich sage, der Beste, aber der ausgewogenste. Das Brot auch perfekt. Fleischstar, Fleischfokus. Trotzdem weich, self-made, perfekt das Brot. Es ist eine Macht. Stuttgart, ihr seid krass. Das nachklingt, Leute. Da kannst du das ganz nach oben schaffen, ich schwör's euch. Ganz Real Talk. Zum besten Döner Deutschlands fehlt nur ein ganz kleines Quäntchen. Ein ganz kleines Quäntchen von ein wenig intensiveren Fleischgeschmack. Noch einen kleinen Kick rein, den ich auf meiner Tour durch Deutschland schon kennenlernen durfte. Diesen noch intensiveren Kick. Wobei es so ausgewogen, so krass ist. Also kriegt gleich die Bewertung von mir, aber das ist krank. Also, ich wollte dir noch mal was erzählen. Du kennst mich ja auch gar nicht. Ich fahre durch ganz Deutschland, ne, um die besten Döner in Deutschland zu testen. Meine Mission ist es, seit 5 Jahren den besten Döner in Deutschland zu finden. Ne? Ich habe eben gesagt, das ist einer der besten Döner in Deutschland. Ohne Kompromiss. Danke dir. Das ist einer es gibt mehrere schöne Döner. Ja. Ja. Kommt drauf an, wie, was, welches Fleisch, wie gemacht. Ja. Wie arbeiten wir? Traditionell ist, das ist selbstgemachte Fleisch, seit 9 Jahren. Das Fleisch ist aus Region.
Stark. Das ist sehr wichtig, ja. Also du kriegst von mir die Hand für diesen klasse Döner. Das ist wirklich Respekt, Leute. Das ist ein Döner, hier kann keiner hingehen und sagen, der Döner ist nicht geil. Ich werde nochmal undercover vorbeikommen ohne Kamera. Schicke ich jemanden rein, gucken, ob er auch so performt. Alles, ne? Aber erstmal von mir ganz viel Respekt. Und jetzt für euch geht's zum nächsten Döner. Ist mir völlig legitim, diesen Döner auf A1 in Deutschland zu stellen. Aber dass ihr das über mich wisst, auch die nicht so viele Videos gucken, ich bin in der Hinsicht nicht sensationsgeil. Das ist eine Mission von mir, die ich von Herzen habe. Von Herzen, den besten Döner Deutschlands zu finden. Das nächste Mal, wenn ihr das in einem Titel seht, dann ist es nicht, weil ich mir mal wieder denke, das Video macht Klicks, sondern weil ich vom Herzen weiß, das ist die kompromisslose Nummer 1. Und das ist er nicht. Ich muss sowieso nochmal undercover testen. Ihr habt gerade mit einem Top-Kommentar mir den Beweis gegeben, kein Döner mehr ohne Undercover-Test ins Ranken. Das heißt, ich muss noch mal her. Das wird dauern. Ne? Und da fahre ich noch mal her. Wir schreiben ihn erstmal an die Seite. Undercover-Test ausstehen. 9,1 Punkte. Gebe ich jetzt einfach mal. 9,1 Punkte. Ein Banger. Ich bin stolz, diesen Döner entdeckt zu haben. Für den Tipp, danke. Kommt aus den Kommentaren. Ich hoffe so sehr, dass ich das jetzt noch finde, das Ding. Ich küsse euch. Ich küsse euch. Und jetzt zur Verabschiedung. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ich würde euch bitten, ihr habt gemerkt, zwei Dönerläden haben nicht zu 100% perfekt performt. Aber diese Aussage, die krasseste Dönerregion, Dönerstadt, werdet ihr fühlen. Ich blende die drei Videos dazu noch ein, weil es einfach der krasseste Scheiß ist hier. Noch mit in Korn Westheim, mit in Alaturka, mit in Reutling Kebabhäusle. Von der Region, von der Ballung an geilen Läden ist es das krasseste. Es wird den Rahmen im Video sprengen, deshalb blende ich die drei Videos zu diesen Läden hier ein, dann ist der Food Guide komplett. Ich küsse alle eure Herzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne den Daumen oben scheppern. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.